Moin moin und herzlich willkommen bei Was ist neu in the Forest mit der Axt im Walde. Wir haben hier heute die Version 0.45 und auch schon wieder wie Beta. Ne? Theoriemäßig haben wir hier einen fehlerbefreiten Steinpfad, ohne dies drüber hinaus fehlerbefreite Gebäude, sag ich mal. Ja. Wir haben ja jetzt hier seit der letzten Version oder der davor dynamische Gebäude. Die haben hier den einen oder anderen Fehler in Kombination mit den üblichen Gebäuden verursacht. Das ist jetzt behoben, genauso wie das Upgrade-System, das beim Auseinandernehmen nicht so richtig funktioniert hat. Das meinen auch die Entwickler. Jo, die Passagierliste, der eine oder andere kennt das. Ich kann da ein Lied von singen. Ja, die kam immer mal zwischendurch rein, die Passagierliste, poppte hoch und hat hier ordentlich genervt während der Spielersitzung. Wenn es schlimm gelaufen ist, auch während hier die Gegner hochgekommen sind, wo man nichts tun konnte. Tja, soll jetzt auch nicht mehr passieren, das sagen die Entwickler. Und auch die ja, KI, die künstliche Intelligenz der Wildtiere. Nur der Wildtiere, ja. Das betrifft also nur die Rehe aktuell. Die sollte verbessert worden sein, das heißt, die laufen jetzt nicht mehr durch Felsen, Wände und Gebäude. Zur Freude von allen, sag ich mal, können wir jetzt auch wieder die Kletteraxt. Die habe ich gar nicht hier. Fällt mir gerade auf. Die Kletteraxt lässt sich auch wieder in der Außenwelt benutzen, nur nicht im großen Loch. Ja, ich hoffe, das kommt mal wieder. Aktuell geht das aber in der Außenwelt, das heißt außerhalb der Höhlen wieder. Und nimmt man einen kleinen Stein oder einen Tennisball auf, wenn es hier drum geht, Baumstämme durch die Gegend zu schleppen, werden die Baumstämme nicht mehr abgelegt. Das finde ich auch, ja, nett. Und vor allem recht süß, ja, und auch sehr komisch, finde ich, dass die Entwickler die Möglichkeit eingebaut haben, andere Spieler im Multiplayer und vor allem im Singleplayer die Gegner mit kleinen Steinen zu bewerfen. Ja, ihr kennt die kleinen Steine, die liegen hier überall. Nee, das sind die großen. Auf jeden Fall die kleinen Steine, die man rumwerfen kann, die liegen überall rum und die kann man jetzt auf Gegner und auf Mitspieler werfen. Die verursachen Schaden, meine Lieben. Ja, ja, wer möchte, probiert das aus. Ich muss erstmal noch ausprobieren. Ich habe hier noch keinen Gegner gesehen. Und der Kundige The Forest-Spieler hat das hier erkannt. Wir haben hier vorne Trockengestell. Ja, das heißt, ich habe hier schon ein paar Endgame-Tage hinter mir. Das Fleisch ist durchgetrocknet. Ich habe aber noch keinen Gegner gesehen. Jo, wir haben auch insgesamt 4 neue Story-Elemente hinzubekommen mit dieser Version. 2 von diesen Story-Elementen kann man aufnehmen in das Inventar hinein, 2 andere nicht. Ich weiß noch nicht, welche das sind. Ich bin gespannt. Ja, ich habe so einen Verdacht, dass es vielleicht irgendwas im Überlebensbuch Neues sein könnte. Ja, irgendwo bei den Notizen hinten. Ihr kennt das vielleicht, oh, hier der erste Gegner. Ausgezeichnet. Ja, ich lach mich auch kaputt. Ja, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Die Gegner gingen mir wohl auf den Nerv. Darum der kurze Sprung. Wir kommen auch ein Thema zum Thema zurück. Wie gesagt, 4 neue Story-Elemente. 2 davon lassen sich hier aufnehmen, wenn man die findet. Und ich habe dann Verdacht, welche Art von Elementen das sein könnte. Ja, findet das raus, gebt mir Bescheid, wenn ihr es rausfindet. Ich bin hier gespannt, was es ist, wenn ich das nicht vielleicht doch irgendwo selbst finden kann. Ja. Eine Neuigkeit gibt es hier, theorieseitig noch. Der Steinschlitten ist ja eigentlich der Baumstammschlitten. Nee, oder? Oder doch? Nicht? Ja, wohl, oder nicht? Jawohl, das ist der Baumstammschlitten. Ja, der lässt sich ja auch nutzen als Steinschlitten. Zuvor hat der 15 Steine aufgenommen. Jetzt gibt es hier 26 Steine. Das sind die Entwickler großzügig gewesen. Hat mal wieder die Spendierhosen an. Und dasselbe trifft hier zu auf unsere bekannten Halterstücke. Das heißt hier, wo ist er? Jo, der Baumstammhalter. Ja. Ich platziere hier erstmal die Blaupause. Und wenn ich näher rankomme, bekomme ich hier so ein R zum Drehen der Blaupause. Ist ja eigentlich nicht zum Drehen. Ja, drehen tut man, wenn man hier die Blaupause ausgepackt, aber noch nicht platziert hat. Was mit dieser Taste hier passiert, ist ganz einfach. Ich bekomme hier ein kleines Haus. Ja, natürlich, wenn man hinguckt, die Ressourcen, die benötigten Ressourcen ändern sich auch mit von 16 Stück
auf 26. Das sieht hier aus wie ein kleines Haus. Ja. Ist hier noch immer der Baumstammhalter. Und der fasste bisher, ich denke mal, was sind das gewesen hier in dieser Variante? 7 Stück oder 9 Stück waren das, denke ich mal. Baumstämme, ne? Mache ich hier einen großen dran, komme ich auf 12 Stück Baumstämme, die ich mir hinpappen kann. Ja, finde ich gut. Den gucken wir uns auch nachher an. Also keine Bange, meine Lieben. Und selbiges gibt es hier beim Steinhalter. Der sieht ja aus hier wie so ein Aktenblatt aufgeklappt, ne? Und mache ich hier, wird auch so ein kleines Häuschen draus. Ein Häuschen auf dem Kopf oder hier eine. Ich weiß es nicht. Es könnte auch eine Tierfalle sein. Ne? Anreiz für die Entwickler. So. Und ja, ich habe ja gesagt. Das gucken wir uns ordentlich an, muss ich nicht rumbauen. Extra hier in der Let's Play Session. So sieht das aus, das fertig gebaute Teil. Und ja, holzen wir erstmal was ab, ne? Los geht's gleich wieder. Ja, wir haben jetzt hier unsere Baumstämme. Und ich nehme die auch mal auf. Ja, einfach hier reingepappt. Oh, und ein Gegner ist auch wieder hier. Ja, könnt mich hier. Einfach fragen, ob ihr nicht helfen könnt. Das könnt ihr, ja. Mich fragen, ob ihr helfen könnt, bei den Baumstämmen zu schleppen. Was ist denn los? Kommt mal hier ein bisschen runter. Mann, die sind aber auch immer so dermaßen unentspannt. Ja, ihr seht das auf jeden Fall, worum es sich hier handelt. Das Zeug ist hier fast pappelvoll. Und die Gegner sind definitiv auch voll. Ja. So. Und hier ein paar Steinchen rein. Ja, ich habe jetzt gerade eben nicht mehr im Gepäck, ja, darum bleibt das so. Ja, und die Gegner können sich das angucken, mir ist das Wurst. So, ja, wir laufen jetzt erstmal hier weg, denn wir haben alles gezeigt. Beim Steinhalter ist das so, ich weiß nicht mehr, wie viele der vorhin gefasst hat. Ja, jetzt sind das 40 Stück Steine und das ist nicht gerade wenig. Jo, so. Sonne geht auch wieder unter, das hatten wir beim letzten Mal. Und wir machen auch das, was ich hier zuletzt gemacht hatte. Die Mod-AP benutzen. Aber nicht für die Nacht hier, für den Tag, ne? So, Mod-AP benutzen, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Neuerungen gibt's aus. Oder sagen wir so, ja, ein Trockengestell haben wir hier aus diesem Grund, weil es hier für dieses Trockengestell eine Neuerung gibt. Man kennt das, man kann hier runter essen, das mache ich mit gedrückter Taste. Ja, genau. Runter essen, richtig. Und jetzt ist neu hier hinzugekommen, einmal kurz drücken, nicht gedrückt halten, nehme ich das Teil in die Hand. Und da habe ich hier jetzt ein zweites aufgenommen. Kommt das auch ins Inventar, ist in an für sich beide Stücke drin. Denke ich hier? Oder ich hatte vielleicht schon eins. Nee, das war noch nicht. Und dann kann ich das, wie hier gut zu sehen ist, nochmal in die Hand nehmen mit der linken Maustaste oder hier direkt verspeisen mit der rechten Maustaste. Jo, gibt hier ein nettes Snackgeräusch. Und die letzte Änderung, die ich euch heute zeigen möchte, meine Lieben, ist nicht unbedingt. Hier, Storage, Lagerung, Seite 1, Seite 2 und nicht, dass wir eine Seite 3 neu dabei haben, sondern das, was es auf Seite 3 zu finden gibt. Das sogenannte Armor Rack, ja, bei uns ist das auch bekannt als, ja, Schaufensterpuppe. Könnte man hierzu sagen, ja. In der industriellen Welt, aber das gibt es ja so in der Forest, nicht? Sieht ja auch aus wie eine Schaufensterpuppe, nur recht einfach gehalten. Und hier vorne habe ich das aufgebaut. Der eine oder andere wird sich wundern, für was ist denn das? Jo. Hier kann ich meine Rüstung ablegen. Ja, guck mal hier, ich gehe näher dran. Und man sieht, dass mit der Taste C könnte ich das jetzt ablegen. Mit der Taste R schalte ich zwischen den verschiedenen Rüstungsarten, die ich bereits hier im Inventar drin habe, um. Ja, das heißt, ich habe hier, was ist denn das nochmal? Hier Wärmefell? Nee, oder? Ich weiß nicht mehr. Schleichen? Oh, was weiß ich. Ja, Wärme. Das ist hier die Knochenrüstung, das ist der Lurch, ja, und das ist die Schleichrüstung. Und das kommt drauf an, wo ich hier meine Maus,
Ja, dich brauchen wir jetzt gerade immer nicht. Jo, tschüss. Und ich nehme meine Maus, ich fahre hier rum und je nachdem, wo ich meine Maus, worauf ich meine Maus fokussiere, dort kann ich das dran pappen mit der Taste C. Ja, er bekommt jetzt hier von mir so ein Pflanzenbüschel. Jo, dort auch, ne? Hier unten nehme ich mal was anderes. Ne, hier oben. Ach so, das war jetzt Taste C. Aber ich kann das ja mit I wieder runternehmen. Das ist ja das Tolle. Ich pappe das ja nicht dran, um hier eine schöne Schaufensterpuppe auf einer verlassenen Insel zu machen. Nein, ich mache das dran, damit ich das nachher wieder abnehmen kann. Wann auch immer ich das brauche. So ein Fell. Der bekommt hier so ein Fell vorne drüber. Man sieht das jetzt ein bisschen schlecht. Ja, und das wohl besser, ne? Gehen wir zum nächsten. Der bekommt hier von mir eine Knochenrüstung. Das sieht ordentlich aus. Auch hier auf dem Oberarm, auf dem Unterarm. Oberarm, Unterarm. Jo, und dem könnte ich hier zum Beispiel ein Leuch hier jeweils auf dem ja, Ober- und Unterschenkel draufpappen. Dem Wahnsinnigen hier auch Leuch. Und ich sag mal... Egal, wer das eigentlich mag und nicht mag, ja, es ist schon hier ein Wahnsinns-Feature. Beziehungsweise unheimlich genial. Komm. Jo, damit, dafür muss ich meine Knochenrüstung, muss ich hier wieder ein bisschen einsammeln. Bewege ich denn die Maus, das Sichtfeld in die Richtung des Kopfes, kann ich bei vorhandener Knochenrüstung hier einen toten Schädel platzieren. Und komm mal Leute, hier ist schon irgendwie cool, oder? Ich finde das ordentlich, wirklich gut. Ja, hier so vielleicht noch ein schickes Feuerchen hin platzieren, ja, auf des Nächtens stellen. Jo. Oh, ich denke mal ungefähr so, ne? Das sieht schon schick aus. Ein bisschen bedrohlich auch irgendwo. Ah, so eine Knochenrüstung vielleicht noch vorne dran. Hier, so, ja. War schon mal nicht so schlecht. Ja, und ein paar Fahne, was weiß ich. Jo. Jo, das war also an für sich von Erinnerung. Von The Forest hier in der Version 0.45. Na, guck mal hier. Sieht schon ein bisschen verwirrend aus, ne? Verstörend hier auf die Distanz. Weg sind sie, da kommen sie wieder. Jo. Gibt auf jeden Fall auch hier technische Haufen technische Neuerungen für die neue Version. Lies die bitte auch nach bei uns im Forum auf forum.survivetheforest.net. Und jo, was die Mod-API betrifft. Für alle, die gerne mit der Mod-API spielen und das auch noch nicht wissen, es gibt einen kleinen Fehler hier in der Komposition bzw. beim Zusammenstellen der Spieledateien durch die Mod-API. Jo, und ich denke... Zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hier von mir hört, werdet ihr auch das How-To im www.modap.de Forum sehen und lesen können, wo auch beschrieben steht,
wie man den Fehler behebt, ja. Und ansonsten ist das Ding wieder up to date. Und funktioniert auch mit der aktuellen Spieleversion, ja. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Jo, so, machen wir wieder Tag hier rein. Damit auch gut was zu sehen ist. Eine schöne Ferienstimmung. Und dann sage ich mal hiermit, das war die Axt im Walde mit der neuen Version 0.45. Die Axt im Walde, der gerade ins Genick gekreischt wird. Und mir auch immer. Wir sehen uns, wir hören uns. Ich wünsche euch alles Gute und noch einen schönen August. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.